Und ich habe auch noch Granaten. Oh, Granaten sind gut. Denn ich glaube, die kann ich noch nicht kaufen. Oder? Nee, die kann ich auch nicht kaufen. Jetzt hätte ich noch wieder eine bekommen. Kann ich den Klingelton noch auf meinen Pager laden? Keine Ahnung, was das mit dem Pager möglich war. Ich kenne die Dinger auch nur aus Erzählen sagen. Als ich so gesagt das mehr oder weniger mitbekommen habe mit den ganzen Handy-Geschichten und so weiter, da hatte jeder schon ein Handy gehabt. Auch wenn das ein Polschläger war, irgend so ein Bosch-Handy oder so, aber es war trotzdem schon ein Handy. Aber da war Telefonieren immer teuer. Ey. Das Telefon war teuer und Telefonieren war immer teuer. Konntest du nicht einfach mal hier ein Telefon für 20 Euro kaufen wie heute? Nee. Aber heute hat ja wirklich jeder ein Handy, selbst die Oma. Na, wollen wir mal gucken, was das... Ich finde das so geil, wenn er hier... Müssen wir mal gucken, wenn ich so seitlich gehe, so sieht das ja irgendwie schon beschissen aus, aber wenn ich renne... Das sieht einfach so behindert aus. Me and the fellas need to talk business, so you're gonna look after my girl for the evening. Hey, Maria! Move your butt! Dumbro does this every time. And here she is, the one and only Queen of Sheba. What were you doing up there? Whatever it was, I bet it cost me money. Well, you don't think I hang around here for the conversation, do you? Get in the car and keep your big mouth shut. Take the limo, but bring it back in one piece, you hear me? And watch her. She can be trouble. Yeah. I'm sure your new lapdog has everything covered. And isn't he big and strong? Hey, Fighter, let's go visit Chico and get some party treats. He's at the rail station at the Chinatown waterfront, I think. Ja, wieder Limo fahren. Bäh. Falls ihr auch schon mal auf die Hände geachtet habt, die sehen das schon relativ grausam aus, ne? Aber jetzt überleg mal, in der normalen PC-Fassung, in der PS5-Fassung, sahen die noch beschissener aus. Das ist schon die überarbeitete Händefassung, so gesagt. Ja, das denken wir auch noch, ach die Scheiße, ey. Naja, die haben die Hände ja auch noch für nichts benutzt. Ja. Wenigstens können sie den Arm bewegen. Ich glaube, das können selbst die primitivsten 3D-Spiele wenigstens die Arme bewegen, dass sie irgendwie so ein... Naja, dann sieht zwar nicht gut aus, wenn die sich bewegen, aber sie können es wenigstens. So, besorgen wir der Frau mal was zu naschen. I'm Mirai, my favorite lady. You're looking for some fun? A little... There you go, lady. Hey, maybe you should check out the warehouse party at the east end of Atlantic Keys. Thanks, Chico. See you around. Gracias. And enjoy. Have good stuff. Come on, Spider. Let's go and check out. Party, Digga. Ab in die Party. Im richtigen Radiosinn hören wir ja schon mal zu. Boah, ist der Techno. Hört sich ja voll an wie 90er Techno, obwohl 90er Techno hört sich glaube ich auch noch ein bisschen anders an. Ja, komm, an in welchen Bereich wir gehen. Wenn wir in den Mainstream-Bereich gehen, haben wir ja diesen komischen Dance-Techno gehabt oder wie der nochmal hieß. Und das ist jetzt, keine Ahnung. Keine Ahnung. Amerikanischer Techno. Wer macht um 12 Uhr Party? Tschüss, Maria. Ja, yeah, jetzt darf ich die ganze Zeit draußen warten. Mann, geh schneller rein. Und komm schneller raus. Komm, ich hab euch noch ein bisschen weit auf den Chat, Junge. Frau. Ja, theoretisch würde das jeden Scheiß egal sein. Hauptsache, wir kriegen da Geld. Da. Money, 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 money. Rauschgrazia. Wer hat denn hier was für ein Rauschgift gesagt? Super. Fahr es mal alles um. Eine Polizeirazzia. Ja, Maria, willst du jetzt noch mal rauskommen? Danke. Ah, nein. Darf ich, muss ich meine Sterne loswerden? Ich hoffe mal nicht.
Weiß gar nicht. Ist hier überhaupt irgendwo ein Sternreduzierer in der Nähe? Vielleicht ist er auch irgendwo in einem Hafen, aber ich hab keine Ahnung. Wir fahren aber wieder zurück. Komm, Papa fährt dich nach Hause. Ich wollte sagen, mit den Wagen vor der Polizei zu flüchten, ich glaube, das wird schwer. Aber schon ist die Polizei weg. Berg hoch. Schneller, Karre. Schneller. Scheiß fucking Limo. Ich weiß gar nicht, fährt die eigentlich auch so auch auf der Straße irgendwann nachher rum? Keine Ahnung. Mein Baby ist die. Schön, die Stelle verschwindet einfach. You know, I enjoyed myself for the first time in a long while. You treated me really good with respect and everything. I better go. I'll see you around. Na, findest du nicht zurück, Polizei? Sag ich doch, sag da, und deine Toni-Quest ist noch da. Da fahren wir jetzt hin. Ui! Mann, diese beschissene Scheiß-Zaun. Fick dich, fall um! Du kackter Zaun, ey. Die Lame Misuvil. Hör lieber den geilen Techno-Sender. So, wie lange spielen wir noch? Spielen wir noch die komplette erste Map zu Ende? Wir versuchen es. Kommt an, wie viel Lust ich noch habe. Beziehungsweise, warte, wenn ich auf die reale Uhr schaue, nein, nicht die Uhr hier, weil die geht ja eine Stunde war eine Minute bei dem Spiel, glaube ich, gewesen. Gucken wir mal auf die richtige Uhr, die sagt... Abspeichern hier. Wird gespeichert. Ah nein, das ist 10 vor 0. Ich sag mir jedes Mal immer wieder, warum nimmst du so spät auf? Immer wenn du so spät aufnimmst, wirst du so müde. Immer so gesagt, kurz vorm Schlafen gehen, ne, aufnehmen. Ist das so? Wann ist man müde? Meistens. Kommt drauf an. Kommt drauf an natürlich, was ihr arbeitet. Ich kenne auch viele Leute, die arbeiten abends. Und andere Leute im Bett liegen und ja... schlafen daneben, wenn andere Leute wach sind, ne? Und das sind die Leute, die natürlich dann auch eigentlich keine Zeit mehr haben für einen. Oder, ja, oder selbst auch keine Zeit mehr haben, ist ja klar, ne? Weil die Zeiten sich immer überschneiden. Arbeitest du, dann liegt der im Bett. Nee, gar nicht. Hat er Zeit theoretisch und... ja, genau umgekehrt. Was will man das Ding sagen? Wir haben Bestellungen für verschiedene Folge. Nere steht auf da unserem schwarzen Brett. Das ist ein schwarzes Brett. Oh, it's Yo. Tommy ain't here. But he left one of his sugary love letters for you. We're at war. The Triads have a fish factory as a front. Most of their business goes down at the fish market in Chinatown. The laundry still owes us protection. They reckon the Triads are protecting them now, so I say we exact a fitting punishment. Take those boys over and whack the Triad warlords. Hell, if you get a chance, pop some of their soldiers too. Ja, nee, nicht die Mission. Oh Gott. Eigentlich ziemlich unschlau, dass ich den Wagen hier nehme. Komm mal, hier vorne ist sogar das Adriaden, das Triaden, das Mafia-Auto. Das wäre wie besser geeignet, aber nein, ich nehme das 0 auf 15 Auto. So, theoretisch müssen wir nur 3 Triaden ausschalten. Richtig bescheuert eigentlich. Nur 3 Triaden. Mann, wer bist du? Ich bin nur gerade von dieser Musik fasziniert. Das ist mich? Nein. Ja, hier müssen wir einen umbringen. Warte, wir müssen... Hallo, ich stehe genau vor dir, du blöder Typ. Will verarschen? Oh Mann, ob du behindert bist, Spiel. Ich habe ihn umgebracht, oder? Nee, gar nicht, mehr, doch gar nicht. Ups, der lebt ja noch. Ich brauche jetzt definitiv ein anderes Auto. Mann, scheiß Laterne, verpiss dich. Mann.
Stahllaterne hier. Jetzt ist er tot. Gut, dann holen wir uns gleich ein neues Auto, weil die Typen schießen einfach die ganze Zeit auf uns. Perfekte Musik, um alle Leute umzubringen. Na, einer ist natürlich wieder in diesem blöden scheiß Fußgebiet hier. Ja, ja, ich komme schon. Ja, mach doch mal was. Hallo. Hallo. Sind die doof oder so? Oh Mann, ey. Hallo. Die Typen verfolgen mich. Die wollen mir ans Leder. Oh Mann, ey. Ich hasse es, ey. Spiel's mal so dumm. Da muss ich eh nur Edin hier umbringen. So, das war's. Mehr brauchst du nicht. Verbiss dich. Die sind alle so dumm. Die sind alle so dumm. Ah, toll. Es brennt. Es brennt. Es brennt. Ich brauche ein Auto. Lieber ein scheiß Fischermobil. Ach nee, das bringt ja nichts. Ich brauche einen Viertürer. Mann, tötet ihn. Wo ist ein scheiß Viertürer hier? Da ist ein Viertürer. Mann, ihr nervt. Ja, genau. Wie viel kommt von euch Hurensöhne hier? Fickt euch, ey. Ist mir scheißegal, ich brauche die beiden eh nicht mehr. Mann, verpisst euch alle. Gott, ey. Sammelt ihr am Haufen, ey. Meine Typen haben wir gar nicht. Die stehen einfach nur rum. Wenn ihr irgendwas. Sollt ihr irgendwas machen? Nö. Scheiß Typen. Sind die jetzt hinter mir her oder rasen einfach nur blöd vor sich hier? Ja, die rasen einfach nur blöd vor sich hier. Idioten, ey. Ach, da komme ich glaube ich gar nicht durch, ne? Scheiße, der Wagen ist so groß. Mann, wer bist du hier, Autoschasen? Jetzt habe ich noch einen Stern bekommen. Tolle Scheiße. Ich brauche gar nicht außen rumfahren. Die ist ja gleich hier. So, normalerweise brauchst du so ein scheiß Trian-Auto holen, um da reinzukommen. Beziehungsweise hier so ein Fischauto. Aber nee. Kannst du auch leichter machen. Kannst einfach la la la. Hier oben ist auch schönerweise ein Berg. Oh, ich habe kaum noch Munition, ey. Dann schießt du ein bisschen herum. Dann komm ich schon zu dir hingelaufen. Hallo. Blöder Typ, ey. Ich weiß ja meine scheiß Granate. Gott, ich hab alles schon verschossen an Uzi-Munition. Naja, die Typen haben mir auch die ganze Zeit Gumm genervt. Und ich brauche auch Energie. Energie und, ja, ein bisschen wieder Panzermunition, ne? Panzerdinger kann ich mir auch theoretisch kaufen. Ah, es kostet dir nur 3000. Ah, ich habe nur 175.000. Naja, ich sag ja, in dem Spiel kriegst du sowieso so viel Geld durch die ganzen Missionen. Ah, auch blöd, dass er nicht anzeigt, wo Ammunition ist. Aber ich weiß ja, wo es war. Irgendwo bei Luigi. Und irgendwo daneben meines Hauses. Meines Hauses. Nur ich glaube, ja, stimmt. Aber das finde ich auch irgendwie blöd. Wenn du zu Hause bist und speicherst, dass er nicht dann deine scheiß Energie wieder auflädt. Was macht er denn zu Hause? Ich bin die ganze Zeit mit Schmerzen legen. Er holt sich wie so ein bisschen. Ein bisschen. Haben wir noch Toni-Missionen? Du blöder Toni, ich dachte, ich will mit dir durch. Ah, scheiße, das ist er. Der muss direkt. Ah! Nein, scheiße. Scheiße, dieser Fuckbus hat gebrannt, ey. Fick diesen Scheißbus. Na, jetzt kommt nochmal das Tutorial. Lassen wir es einmal ablaufen. Na toll, jetzt habe ich alle meine Waffen verloren. Yeah, geil, geil, geil. Fick dich, fick dich, fick dich. Ich hab niemand mehr Granaten. Schön Granaten. Stimmt, brauche ich die auch jetzt gerade. Ja, ich weiß, dass ein Feuerwehrauto, ein Krankenwagen ist. Ja, ich weiß, dass man sich heilen kann. Mann, ich hasse gezwungene Tutorials. Verpiss dich. Ich wollte nur speichern, verwick die Scheiße. Da. Wo war Ammunition? Die Scheißtypen. Mann, fick dich. Verpiss euch alle, ihr nervt alle.
Mann, ich hasse das, dass diese Kackautos in dem Spiel einfach nichts überleben, ey. Einmal ein paar Kantsteine mitgenommen und schon fängt der Wagen an zu brennen. Das war so übertrieben. Ich weiß, ich könnte es alles selbst umändern, dass die mehr überleben oder so. Dann überlebt ja automatisch dieses Auto mehr. Das heißt. Das stimmt, wenn die nicht mehr Powerkraft haben, dann müsstest du, wenn du Missionen spielst, den Wagen so rammen, bis er irgendwann kaputt gehen würde. Hey, brems du. Oh Gott, das Ding scheiß bremsen, ey. Wollt ihr gerade, weil ich glaube, hier war Ammunition, ne? Oh Mann, hier war Wiegendrian, verbiest du euch. Ja, hier war Ammunition. Gib mir bloß Waffen. Mehrere Waffen. Komm, respawn. Ich glaube, es reicht erstmal für die nächste Mission. Ja, die führen ja noch keine richtigen Konversationen wie in GTA 4 oder 5. Das Spiel ist auch schon verdammt alt, ne? 2002. Dafür sieht es aber gut aus. Naja, ich habe es auch, wie gesagt, nachbearbeitet. Wenn ich die originale Auflösung mit original Texturen und so weiter zeigen würde, denkt ihr auch noch so, ach du Scheiße, sieht das hässlich aus. Am besten noch PS2 mit einem Chinch-Kabel. Oh ja. Dann ist es ultra scheiße. Ach ja, ich habe immer noch keine Panzer. Keine Panzerfolie. Ach ja, die haben noch das hier gar nicht in der Scheiß-Sortiment. Erst in der zweiten Welt haben die das im Sortiment, die Panzerrüstung. Hier denkt man aber so, oh, brauchst du sowieso nicht. Bestimmt, jetzt kommt es wieder so eine reine Ratter-Ratter-Mission. Gut, dass es nicht schlecht wäre. Weil Tony hat ja irgendwie nur diese ganze Zeit Probleme mit den Triaden. Die Triaden, hier Triaden, da Waschgeld, hier Waschgeld, da. Mama, ist nicht mal selbst, Tony. Aber naja, es ist immer, ne? Ein Bosch macht dir nie die Hände schmutzig. Verdammt. Das Auto ist verloren. Nächstes Auto. Die Dinger auch wirklich nur 2 Minuten lang rennen und dann sofort explodieren, ey. Das ist meine Musik. Na, oh, Tony, hoffentlich hast du nicht noch so eine blöde Mission. Ich hab die Schnauze voll von den Triaden. Ach stimmt, deswegen hat er auch die Schnauze voll von Triaden. Und das wird er mir jetzt auch sagen. Oder ist er wieder nicht da? Okay, I've had enough of this shit. We're gonna finish the triads in Liberty once and for all. 8-Ball's rigged a dust cart with a bomb. It's on a timer. So if you mess up, there'll be no evidence. Go and pick up the dust cart. Careful. 8-Ball says it's real sensitive. And the slightest bump could set that thing off. Their fish factory will open its gates for a dust cart. So you can drive right in. Park up between the gas canisters and get the hell out of there. I want it to rain mackerel. We're talking real biblical here. Nothing low budget. Na, endlich. Ein für alle Mal die Triaden aus dem Weg räumen. Lauf nicht. Ja, sagt er zwar, aber natürlich laufen die immer noch weiter rum und sagen. Was soll die auch labern, ey? Ich glaube, das müsste ich schon aufnehmen und eine Zeitlupe abspielen, um rauszufinden, was die für eine Scheiße da labern. So, scheint extra zu sein, wenn du denkst, dass es Idioten sind. Bei GTA 2 konntest du dich ja so gesagt mehr oder weniger für eine Gruppe entscheiden, ob du jetzt für die Yakuza, Zakuza oder eben hier Mafia oder was es da sonst noch alles gab, arbeitest. Aber naja, hier gibt es nur eine Richtung. Oder musst du für jeden die Mission machen? Okay, ich weiß nicht, was das gerade war. Das Spiel hat sie einfach minimiert. Ich dachte, es wäre abgestürzt, aber dann würde stehen, die Aufnahme wurde beendet. Aber sie wurde nicht beendet. Aber eigentlich, standardmäßig hat das Spiel auch noch die Macke, dass es bei Multimonitor aus dem Bildschirm rausgeht. Das hatte ich ganz am Anfang gehabt. Deswegen musste ich immer den Monitor ausschalten, um das Spiel zu spielen. Aber naja, das haben sie auch mit diesem komischen Silent Patch, haben sie das gefixt. Dass du das Problem nicht mehr hast. Mann! Ihr Idioten! Lernt Auto fahren! Verpisst euch! Gibt keine Zeit!
Ist einfach so eine einfache Mission. Einfach nur parken, Brumbe reinpacken, das war's. Aber nein, wenn die scheiß Typen hier nicht Auto fahren können. Ja, irgendwo da hinten ist wieder diese blöde Fischstation, da wo wir vorhin waren. Vermisst euch. Ich hab grün, glaube ich. Ich geh mir hier nicht in die Mühe, die Ammel zu lesen. Muss ich auch nicht. Ich will was Besseres. Manche denken das ja wirklich, ne? Ampeln sind für Idioten. Hallo. Guter Müll. Aber nicht wundern, dass ich einfach aus Auto steige, aussehe wie euer Erzfeind und ja, das Ding ein Klickgeräusch macht. Und nichts wie weg. Okay. Oh, okay, die trinken sofort durch. Wenn ihr die Schnauze, ihr behinderten Scheißtypen. Sie stehen einfach alle da. Ich bin gerade mal ein, ich kann nicht mehr, fickt euch, ihr Scheißtypen. Auto? Auto? Auto stehen bleiben? Kannst ja leider nicht anballern. Die steigen nicht dann aus, sein, die hauen immer ab. Den GTA 3 hatte ich ja selbst damals bemängelt, oder ist mir vielmehr aufgefallen, dass eben immer nur ein einziger im Auto sitzt. Das haben sie auch theoretisch gefixt in GTA Vice City, dass auch manchmal eben zwei Leute im Auto sitzen oder so. Wahrscheinlich haben die daran einfach nicht gedacht oder sie wussten nicht, was sie machen sollten, falls das Auto klaut und zwei Leute drin sind. Auf denen einfach immer aussteigen oder einer drin sitzen bleibt. Naja, das war ja nachher auch so, ne? Teilweise ist er ausgestiegen, sofort der Beifahrer, weil es ja einfach sitzen geblieben und hat die ganze Zeit umgeschrien. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Worum geschrien haben die erst GTA 4? In GTA West City oder San Andreas haben die einfach nur stumpf drin rumgesessen und einfach nur, ja. Jetzt ertrage ich das mal. Ich glaube, die sind eher aber dann auch ausgestiegen, wenn du eben zu langsam warst oder beziehungsweise das Auto angehalten hast. Sind die einfach ausgestiegen. Ich habe genug von Triaden, ich habe genug von diesem Spiel, es ist spät. Und ich nehme auch schon fast 2 Stunden auf, das ist genug. Aber ich werde das nicht als 2-Stunden-Part hochladen, nein, also wundert euch nicht, wenn der Part nur 30 Minuten war, vielleicht, keine Ahnung, irgendwie so gegangen ist. Denn ich habe ein bisschen geschnitten, ich habe es jetzt mal so klassisch gemacht, wie die ganzen großen YouTuber, die nehmen ja auch nur große, lange Parts auf, große Sessions und zerschnibbeln die dann einfach nur ganz kleine Stückchen. Aber ich mache es nicht so klein, ich gucke mal, wie ich es mache. Ich versuche sie nicht zu lang zu machen, aber auch nicht zu klein. Also, es werden wahrscheinlich die 30-Minuten-Part sein. Und weil ich es nicht als wirkliche Let's Play-Serie ansehe, beziehungsweise, naja, ich mache es schon wie jede andere. Mehr oder weniger, aber, naja. Deswegen wird es auch nicht ganz normal kommen. Deswegen werde ich sie auch nicht ganz normal hochladen von Mittwoch und Sonntag, sondern einfach zwischendurch wahrscheinlich. Einfach nur so ein kleines Extra. Ha, ha, ha. Naja, gut, Leute, stumpferweise, sie ist eigentlich stumpf, lebt wohl zu sagen, weil, naja, das machen die Let's Player auch nie, ne? Die schneiden das auch immer einfach nur, wie gesagt, hinten rum ran. Obwohl die sagen manchmal, wenn eine Session zu Ende ist. Okay, dann bin ich auch mal so nett. Jetzt ist eine Session zu Ende und dann lebt wohl bis zur nächsten Episode und dann geht's das nächste Mal weiter. Mal gucken, wie weit wir dann kommen. Bab, 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 bab. Es ist spät und die Sprache verlässt mich. Ablablablablablablab.